Seit 150 Jahren steht er da, der Glockenturm von Altstadt im Saarland. Beständig und ein wenig verträumt, doch der Schein trügt. Altstadt, so verträumt sind die gar nicht, die sind schon ganz schön hellwach. 1800 Einwohner, davon 1000 im Turnverein Altstadt. Durch die Aktion in 80 Tagen um die Welt à la Jules Verne hat sich der Verein ins öffentliche Bewusstsein eingebrannt. Mit voller Absicht. Neue Mitglieder gewinnen, alte aktivieren. Ein Ergebnis? Neue Sportgruppen. Jetzt hat der TV Altstadt einen Lauf. Zum Beispiel dieser Lauftreff hier, den gab es vorher in der Art nicht. Und der hat sich daraus gebildet. Das ist das, was für mich ganz wichtig war, die Gemeinschaft und der Lauftreff hier. Ganz frisch auch die Nordic Walking Gruppe. Wirbelsäulengymnastik reichte den Teilnehmern nicht. Sie wollten auch mal raus und Kilometer sammeln. Inspiriert durch den Roman von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, 40.000 Kilometer das Ziel. 500 durchschnittlich pro Tag. Egal wie, Meter für Meter. Das war erstmal eine Vision, ein Traum oder ja, eine verrückte Idee. Und der haben wir Raum gegeben. Ein Domino-Effekt, der den Turnverein Altstadt erfasst hat und nicht loslässt. Alle Abteilungen weiter dabei. Kurioses zählt ebenso auf zwei Beinen oder vier. Mit Rollen. Zu Lande, auf dem Wasser, gefroren und im Wasser. Aber nicht in der Luft. Auf einem Rad oder dreien. Und mit tierischer Hilfe. Ja, in jedem Fall. Tut jedem gut, dem Hund wie auch dem Herrchen. Mit Bollerwagen und dem richtigen Spirit. Am Ende ein unfassbares Ergebnis weit über dem Ziel. Der Erfolg sagt uns ja, wir haben nicht nur die Erde einmal umrundet, sondern gleich zweieinhalbfach. Das heißt also über 100.000 Kilometer. Also genau 100.356 Kilometer sind da zusammengekommen in den 80 Tagen. Mehrfache Weltumrunder und trotzdem nur der Anfang. Viermal so viele Neuaufnahmen wie sonst und Gesprächsthema der Region. Riesig das Echo in Radio, Fernsehen und regionaler Presse. Begeisterter Unterstützer, die VR-Bank Saarpfalz. Von Anfang an. Wenn dann so kleine Orte mit 1800 oder 1900 Einwohnern einmal so in Bewegung kommt quasi und auch in der Nachbarregion, dass die Resonanz verspürt wird. Ich finde das eine sehr positive Sache. Ich bin selbst im Verein, wie gesagt, und ich finde das klasse, wenn ein Verein sich diese Arbeit macht und das so leistet, muss ich sagen. Jules Verne und der Turnverein Altstadt, ein Traum zunächst, ein Ziel. Jetzt eine Geschichte mit Fortsetzung und neuen Mitgliedern. In 80 Tagen! Um die Welt!